Und das Fasten allgemein. Fasten ist ein freiwilliger Verzicht auf die Nahrung, also aus verschiedenen Gründen. Das kann spirituell, religiös, gesundheitlich oder andere Gründe haben. Es ist keine Nulldiät und sollte auch nicht als Verlust, also als Gewichtsverlustziel oder Trend angesehen werden. Denn das ist auf jeden Fall nicht das Ziel des Fastens. Es sollte nicht als Diät dienen, sondern es sollte andere Gründe und vor allem auch die gesundheitlichen Nutzen im Vordergrund haben und nicht den Gewichtsverlust. Und es ist ein sehr großer Unterschied zum Hungern. Und zwar ist Hungern ein unfreiwilliger Verzicht auf Nahrung und Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung. Das ist auch der wesentliche Unterschied. Unterschied zwischen dem Hungern und Fasten ist, dass man beim Fasten die Kontrolle über die Nahrungsenthaltung hat und beim Hungern nicht, denn es ist unfreiwillig. Das religiöse Fasten, also es gibt es natürlich in den verschiedensten Religionen, also Fasten in der katholischen Kirche dauert 40 Tage zum Beispiel, also es ist jetzt in der Zeit momentan bis Ostern, und zwar, das ist ein 40 Tage Fasten, zum Beispiel Verzicht auf Süßes, Alkohol etc. Das Fasten im Judentum ist mehrere Feiertage, an denen gefastet wird, zum Beispiel Yom Kippur. Und allgemein noch zum katholischen Fasten in der Kirche, das wurde früher sehr strenger gesehen und heutzutage ist dies eher mehr offen und es wird auf Kleinigkeiten wie Süßigkeiten verzichtet. Das Fasten im Islam, welches auch als Ramadan bekannt ist, also nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang darf gegessen und getrunken werden. Das Fasten im Hinduismus ist keine Pflicht, sondern ein spiritueller Akt. Und das Fasten im Hinduismus Und Buddhismus ist keine allgemein gültige Fastenzeit, aber es gibt verschiedene Arten und Traditionen, die gelebt werden. In der heutigen Zeit, im Vergleich zu damals, ist das Fasten kaum noch streng praktiziert bzw. eingehalten. Es ist sehr viel lockerer in einigen Religionen und es haben sich viele verschiedene Fastenarten entwickelt und diese haben nicht nur religiöse Gründe, sondern auch andere Gründe.